Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 17. Das ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD, Gesetz zur Modernisierung der Lehrkräftebildung in Hessen, Hessisches Lehrkräftebildungsmodernisierungsgesetz. Berichterstattung hat der Kollege Daniel May. Herr May, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, der Kulturpolitische Ausschuss empfiehlt im Plenum, den Gesetzentwurf in dritter Lesung abzulehnen. CDU, Bündnis 90, die Grünen und AfD gegen SPD-Enthaltung, Freie Demokraten und DIE LINKE. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Herzlichen Dank, Herr Kollege May. Wir werden jetzt aus Gründen der Ökonomie Herrn May sofort das Wort erteilen für die Fraktion Bündnis 90 Grün. Lieber Kollege, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, werte Damen und Herren, wir haben uns als Koalitionsfraktion vorgenommen, das Gesetz zur Lehrerbildung zu modernisieren, haben das mit großer Priorität bei uns im Koalitionsvertrag versehen. Wir haben uns vorgenommen, dabei die Inhalte Digitalisierung, Inklusion, Ganztag, Integration, Multiprofessionalität und anderes stärker zu betonen. Und vor allen Dingen haben wir uns vorgenommen, die Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis auch bereits im Studium zu verbessern. Wir haben auch gesagt, dass wir das Praxissemester in die Regelphase überführen wollen. Dazu haben wir eine wissenschaftliche Evaluation mittlerweile vorliegen, die wir dazu auch verwenden werden. Der Gesetzentwurf der SPD ist zwar jetzt in die dritte Lesung gekommen, weil er gerade diese Evaluation benutzen wollte. Leider können wir nicht erkennen, dass sich etwas geändert hat an dem Gesetzentwurf der SPD, denn Änderungsanträge seit der letzten Lesung liegen nicht vor. Deswegen kann ich die Bewertung des SPD-Gesetzentwurfs auf meine Ausführungen in der ersten und zweiten Lesung verweisen. Denn an den Inhalten hat sich ja in der Zwischenzeit nichts geändert. Neue Argumente der antragstellenden Fraktion sind nicht hinzugekommen. Von daher werden wir den Gesetzentwurf der SPD ablehnen. Herzlichen Dank, Herr Kollege May. Das war ein Fehler meinerseits, ein Gesetzentwurf der SPD. Insoweit hätte die SPD natürlich auch als Erste das Wort richtigerweise halten. Deswegen darf ich jetzt dem Kollegen Degen das Wort erteilen. Herr Kollege Degen, Sie haben das Wort. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wer heute Morgen noch gespottet hat, die SPD könne nur Lehrermangel, wird eines Besseren belehrt. Wir haben allein in dieser Plenarwoche vier Themen gesetzt, darunter auch dieses umfassende Gesetz zur Modernisierung der Lehrerbildung, weil das dringend notwendig ist, meine Damen und Herren. Seit 8 Jahren ist dieses Gesetz nicht angefasst worden. Dafür, dass Lehrerbildung als eigentlich einer der wesentlichsten Motoren für Innovation an unseren Schulen gilt, ist das eigentlich ziemlich bedauerlich, meine Damen und Herren. Deswegen haben wir dieses Gesetz geschrieben und heute jetzt in der dritten Lesung hier. Meine Damen und Herren, CDU und GRÜNE versprechen immer wieder, dass sie dieses Gesetz ran wollen. Es wurde auch schon in der letzten Wahlperiode angekündigt. Jetzt hören wir es immer wieder. Aber offenbar sind das Einzige, wo CDU und GRÜNE sich einig sind, zu wissen, was sie nicht wollen, nämlich unseren Gesetzentwurf. Was sie wirklich wollen, darauf warten wir noch immer. Da konnte auch der Herr May eben nicht wirklich was zu sagen. CDU und GRÜNE sind Modernisierungsblockierer, meine Damen und Herren. Die Welt verändert sich und die Menschen mit ihr, und das betrifft genauso die Schülerinnen und Schüler. Auch wenn mancher Klassenraum noch so aussieht wie vielleicht vor Jahrzehnten, trotzdem ändern sich die Herausforderungen an den Schulen massiv, meine Damen und Herren. Deswegen muss Lehrerbildung auch darauf immer schneller reagieren. Ich habe das alles schon, ich will das nicht wiederholen. Mehrsprachigkeit, Inklusion, individuelle Förderung, Demokratiebildung, Digitalisierung, Berufsorientierung. Die Palette ist groß, was alles angepasst werden muss in der Lehrerbildung. Und deswegen dieser Gesetzentwurf, ich sage es auch noch einmal, in 10 Semestern, anders wird es nicht gehen, all das unterzubringen. Und das machen übrigens schon längst Berlin in 10 Semestern, Brandenburg in 10 Semestern, Bremen in 10 Semestern, Niedersachsen in 10 Semestern, Nordrhein-Westfalen in 10 Semestern, Schleswig-Holstein in 10 Semestern und Thüringen in 10 Semestern, meine Damen und Herren. Nur Hessen und Bayern sind ganz hinten dran, und hier ist also dringend Handlungsbedarf geboten. Ich will einfach jetzt noch auf das Gesetz, ist ja sehr umfassend, es geht auch um einen anderen Vorbereitungsdienst, um mehr Fortbildung. Aber ich will jetzt noch in der kurzen Zeit 2 Dinge ansprechen, die wesentlich gegen den Entwurf vorgebracht werden. Wir haben ja diese dritte Lesung deswegen beantragt, meine Damen und Herren, weil das Hauptargument
gerade der regierungstragenden Fraktion gegen diesen Entwurf war, dass die Evolution der Lehrerbildung noch nicht, des Praxissemesters in der Lehrerbildung noch nicht vorliege, meine Damen und Herren. Inzwischen, da bin ich dem Ministerium auch sehr dankbar, dass das sehr schnell uns zugestellt wurde, ist dieser Bericht vom 30. September liegt er vor, und er sagt eben ganz deutlich, in der Evolution ist ein späterer Zeitpunkt des Praxissemesters, je nach Lehramtsstudiengang zwischen dem 5. und 8. Semester, dass das den Studierenden vor allem in der Hinsicht zugutekommen würde, dass sie dann bereits über ausreichend Fachkompetenzen sowie theoretisches Wissen verfügen, um die erworbenen Praxiserfahrungen richtig einordnen und systematisch reflektieren zu können. Meine Damen und Herren. Also, das ist ein deutliches Petitum für ein Praxissemester, eine Praxisphase in einer späteren Phase des Studiums, so wie wir es vorschlagen. Dementsprechend hat es sich sehr gelohnt, diese dritte Lesung abzuwarten, um hier bestätigt zu sehen und vielen, vielen die Ängste hatten, dass das hier vorgreifen könnte, diese Ängste zu nehmen, sodass man zumindest aus diesem Grund jetzt zustimmen könnte, meine Damen und Herren. Ich will auch noch einmal darauf eingehen, wir schlagen ja mit diesem Gesetzentwurf auch einen gestuften Studiengang vor. Da wurde mal immer wieder vorgeworfen, dass ja, das gibt es ja schon im Berufsschullehramt in Hessen, und dass das nicht geholfen hätte, den Lehrermangel zu beheben. Das ist richtig, weil nur im Berufsschullehramt es nicht ausreichend Bewerber für Studium gibt. In allen anderen Studiengängen im Lehramt haben Sie ausreichend Bewerberinnen und Bewerber. Deswegen greift das nicht, zumal gerade im Berufsschullehramt die Konkurrenz aus dem Bereich der Wirtschaft viel, viel größer ist. Und wir denken einfach, dass, und jetzt bin ich doch wieder bei Lehrermangel, ich gebe es zu, dass mit diesem Gesetzentwurf und dem gestuften Studiengang deutlich eine deutlichere Durchlässigkeit zwischen den Studiengängen ermöglicht wäre, ein Quereinstieg ins Studium qualifiziert viel besser ermöglicht wäre und auch das eine Maßnahme gegen den Lehrermangel wäre, meine Damen und Herren. Und zum Schluss auch da, weil ich manchmal in manchen Redebeiträgen von Kollegen die das Gefühl hatte, dass man nicht immer zugehört hat. Nein, dieses Gesetz schafft nicht die verschiedenen Lehramtsausbildungen ab. Es bleibt bei den 5. In der Tat, wir wollen bei allen auf 10, auch um die gleiche Bezahlung am Ende auch damit noch einmal zu unterstützen. Aber es bleibt bei allen 5 Lehramtsstudiengängen, auch wenn wir sagen, wir wollen im Gymnasiallehramt Arbeitslehre und Deutsch als Zweitsprache verankern, meine Damen und Herren. Und auch das Förderschullehramt, sage ich noch einmal ausdrücklich, wird erhalten, weil wir schon der Meinung sind, auch wenn wir inklusive Grundkompetenzen für alle wollen, weil wir glauben, das brauchen wir, dass trotzdem eine besondere Expertise im Förderschullehramt erhalten bleiben muss. Das will ich noch einmal deutlich an dieser Stelle sagen, meine Damen und Herren. Und in diesem Sinne habe ich noch ein wenig Hoffnung, ganz wenig, dass diesem Gesetzentwurf zugestimmt werden könnte. Ansonsten bin ich gespannt, was dann hoffentlich ganz bald die regierungstragenden Fraktionen hier vorlegen werden. Wir warten schon lange, wir sind es sehr müde zu warten, aber manchmal hat ja Warten doch ein bisschen Sinn, und da sind wir gespannt. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Degen. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Abg. Dr. Grobe. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren! Fast zwei Jahrzehnte nach dem großen PISA-Schock und dem anschließenden Aufwärtstrend zeigt die Leistungskurve der deutschen Schüler weiter nach unten. Im neuesten internationalen PISA-Vergleichstest schnitten deutsche Schüler in allen drei Testbereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften schlechter ab als vor drei Jahren. Die Leistungsschere zwischen guten und schlechten Schülern wird immer größer. Die Gruppe der Leistungsschwachen wächst. Statt diese Studie oder den letzten abermals verheerenden Bildungsmonitor zum Anlass zu nehmen, hält man an den eingeschlagenen Irrwegen krampfhaft fest. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf möchte die SPD die Lehrerbildung größtenteils mit Strukturveränderungen modernisieren. Die SPD glaubt, den chronischen Mangel an qualifizierten Fachlehrern zeitnah beheben zu können. Doch glauben heißt nicht wissen oder auch nicht können. Die SPD möchte gleichzeitig alle Lehramtsstudiengänge auf das Bachelor-Master-System umstellen und das erfolgreiche Staatsexamen abschaffen. Zudem soll die Besoldungsstufe für das Grundschullehramt auf A13 angeglichen werden. Das kostet den Steuerzahler 100 Millionen €. Außerdem sollen die Lehramtsstudenten nur 10 Semester studieren. Das alles halten wir für falsch.
Der Deutsche Lehrerverband beschrieb es treffend. Dieses Gesetz sei, Zitat, ein Schritt, um sukzessive über eine Vereinheitlichung der Lehrkräftebildung hin zum Einheitslehrer zu kommen. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, für die Realisierung des lang gehegten Traumes vom Ideal der Einheitsschule, des Einheitslehrers, die letztlich zu einer sozialistischen Einheitsgesellschaft führen soll, will die SPD dem deutschen Bürger wie immer gern in die Tasche greifen. Auch hierzu von uns ein klares Nein, liebe SPD. Wir sagen Ihnen, unsere Kinder brauchen Lehrer aus Leidenschaft, die zu dieser Aufgabe berufen sind, Freude am Lehren und Fördern haben und auch nebenbei der fachlichen Eignung das entsprechende pädagogische Geschick besitzen. Daher macht ein angedachtes, rein fachwissenschaftliches Bachelorstudium ohne pädagogischen und methodischen Bezug zur Schule keinen Sinn. Unsere Lehramtsstudenten müssen so früh als möglich an ihrem späteren anspruchsvollen Beruf herangeführt werden. Daher erachten wir die Einrichtung eines Eignungssemesters nach wie vor als sehr sinnvoll. Ob jedoch die Studenten nach einem erfolgreichen Bachelorabschluss noch für das Lehramt zu begeistern sind, bleibt abzuwarten. Das eigentliche Ziel wäre dann wohl verfehlt. Quereinsteiger, welche zum größten Teil ohne eine pädagogische Qualifikation auf unsere Schüler losgelassen werden, lehnen wir ab. Wir verweisen hierzu nochmals auf die Aussage der Arbeitsgemeinschaft der Direktorinnen und Direktoren an den beruflichen Schulen. Nach deren Aussage fehlen viele Quereinsteiger im Vorbereitungsdienst, Zitat, elementare berufspädagogische Kompetenzen. Eine ohne Augenmaß betriebene Inklusion, welche erwiesenermaßen nicht einmal durch die Mehrheit der Elternschaft befürwortet wird, trägt zu einer weiteren Verschärfung der Misere an den Schulen bei. Die SPD hat offenbar immer noch nicht verstanden, dass das Lehramt für Förderschulen mit keinem anderen Lehramtsstudium vergleichbar ist und ganz spezielle Anforderungen an die Eignung der Lehrkräfte stellt. Lediglich ein Kurs für Förderschulpädagogik für Studenten aller Lehramtsstudiengänge als ausreichendes Kriterium für einen qualifizierten Einsatz in Inklusionsklassen zu sehen, führt geradewegs zu einer Entprofessionalisierung der Förderschulpädagogik. Kinder mit erheblichem Förderbedarf sind auf dem personell und sächlich vorbildlich ausgestatteten Förderschulen angewiesen. Das vorliegende Gesetz zielt jedoch ganz klar darauf ab, Förderschulen nach und nach abzuschaffen. Ideologie schlägt Vernunft, meine Damen und Herren. Die AfD-Fraktion schließt sich der Beschlussempfehlung des KPA an, den Gesetzentwurf der SPD abzulehnen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Dr. Grobe. Nächste Rednerin für die Fraktion der Christdemokraten ist die Kollegin Ines Claus. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Herr Degen, es gibt einen Spruch, der besagt, die Eile ist der Feind der Qualität. Deswegen, die Eile führt zu schnellen, aber nicht immer zu guten Ergebnissen. Und deswegen werden wir auch in der dritten Lesung Ihren Gesetzentwurf ablehnen. Wir sind uns alle einig, unsere Lehrkräfte leisten einen wichtigen Beitrag für die Bildungs- und Erziehungsarbeit für unsere Kinder und Jugendlichen und dienen als Vorbilder. Wir als CDU-Fraktion wollen die aktuellen Herausforderungen anpacken. Und für uns sind in dieser Debatte drei Aspekte wichtig. Erstens. Wir werden alle drei Phasen der Lehrerentwicklung weiterentwickeln. Wir werden uns die Evaluation des Praxissemesters sehr gründlich ansehen und nicht vorschnell urteilen. Und in der zweiten Lesung, Herr Degen, haben Sie noch mitgeteilt, dass Sie die Bedenken gegen ein spätes Praxissemester ernst nehmen. Wir nehmen die Bedenken auch weiterhin ernst und plädieren für eine frühe Praxisphase, sodass die Studierenden schnell erkennen, ob der Beruf etwas für Sie ist oder auch nicht. Und dafür werden wir, und da kann ich Sie beruhigen, bis zur Mitte der Legislaturperiode eine Novelle des Lehrerbildungsgesetzes vorlegen. Und
Sie dürfen auch den Zwischenbericht nicht zu schnell lesen. Da steht auch etwas drin von Zeit nehmen im Bereich Kommunikations- und Informationsstrukturen, die geschaffen werden müssen. Deswegen auch da keine Eile, sondern Sorgfalt. Jetzt gehen wir wieder zum Thema Quereinsteiger. Da wir heute Morgen schon viel über Quereinsteiger geredet haben, spare ich mir das und komme zu dem dritten Aspekt, den wir berücksichtigen wollen. Das ist die Lehrerbildung aus einem Guss. Wir werden also die Themen, die aktuell relevant sind, wie die Integration, die Inklusion, Medienbildung, Digitalisieren, Lesen, Schreiben, Rechnen und die sozialpädagogische Förderung, die berufliche Orientierung sowie den Ganztag stärker aufgreifen. Und ja, das sind viele Themen, die man sorgfältig bearbeiten muss. Das ist jetzt so ähnlich wie beim Weihnachtsplätzchenbacken. Man braucht alle Zutaten. Man sollte auch die richtige Reihenfolge beachten, sich Zeit nehmen, ja, keine Eile haben, um eine gute Masse zu bekommen. Denn nur das Verzieren mit bunten Streuseln macht noch keinen guten Geschmack. Es gilt beim Backen wie in der Politik. Auf den Inhalt kommt es an. Und wir finden weiterhin, dass der Bachelor- und Masterstudiumabschluss hier nicht passt und den Herausforderungen nicht gerecht wird. Und wir bekennen uns, und das muss ich auch noch einmal deutlich sagen, zur schulformbezogenen Ausbildung. Auch da haben wir ordentlich bei Ihnen gelesen. Und wir wollen keine Verlängerung der Studiendauer. Insoweit möchte ich heute Abend schließen in Richtung SPD, diesmal nicht mit Francis aus House of Cards, sondern mit Johann Wolfgang von Goethe. Ich zitiere, ja, du bist sehr eilig meiner treu, du suchst die Tür, doch läufst vorbei. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Klaus. Nächste Rednerin für die Fraktion DIE LINKE ist die Kollegin Elisabeth Kula. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe verbliebene Gäste! Auch ich möchte mich in der dritten Lesung dieses Gesetzentwurfs kurz fassen. Aber ein paar Anmerkungen habe ich dann doch. Und es geht, Überraschung, auch um die Evaluation des Praxissemesters. Und Frau Klaus, bei allem Respekt, warum macht man denn eine Evaluation, wenn man eh schon weiß, was man machen will? Sie haben gerade gesagt, Sie wollen abwarten. Was oder das genau auswerten, was in der Evaluation sind. Gerade eben haben Sie aber schon gesagt, dass Sie auf jeden Fall eine frühe Praxisphase haben wollen. Also was ist es denn nun, wenn man eine Evaluation macht, dann muss man die auch ernst nehmen und nicht eh das durchziehen, was man eh schon immer vorhatte. Obwohl eine Verlängerung der Praxisphase im Lehramtsstudium scheinbar von allen für notwendig gehalten wird, muss auch das Praxissemester, wie es erprobt wurde, an einigen Stellen kritisch betrachtet werden. Vor allem scheint der Zeitpunkt des Praxissemesters eben doch zu früh im Studium gewählt zu sein. Fachwissenschaftliches und didaktisches Wissen sowie pädagogische Kompetenzen sind so früh im Studium, also im zweiten oder dritten Semester, noch nicht insofern ausgeprägt, als dass ein gewinnbringendes und nutzbares Praxissemester absolviert werden kann. Dies scheint bereits jetzt ein zentrales Problem des Praxissemesters zu sein. Daneben spielen auch die notwendige Qualitätsverbesserung in der Betreuung, eine bessere Kooperation zwischen allen Beteiligten, also Hochschulen, Schulen, Schulämtern und Lehrkräfteakademie, sowie eine kooperative Planung des Praxissemesters eine wichtige Rolle in der Evaluation. Besonders gravierend scheint aber die Mehrbelastung für die schulischen Mentorinnen und Mentoren, also die Lehrkräfte, zu sein, die die Studierenden an den Schulen begleiten, und das, obwohl die Qualität einer Praxisphase maßgeblich von der Betreuung vor Ort abhängt. Hier müssen die Kolleginnen und Kollegen endlich entlastet werden. Auch für die Aufgabe der Praxisbetreuung müssen mehr Ressourcen bereitgestellt werden. Betreuung braucht Zeit, und die können sich hessische Lehrerinnen und Lehrer nun wirklich nicht mehr aus den Rippen leiern. Vor diesem Hintergrund geht das Lehrerbildungsgesetz der SPD mit der Verlagerung des Praxissemesters in den Master in die richtige Richtung. Auch die engere Kooperation von allen Beteiligten in regionalen Kompetenzzentren kann ein geeignetes Instrument sein, um die Kooperation zu verbessern. Es besteht da aber allerdings auch die Gefahr einer Überbürokratisierung. Gegebenenfalls können da Kooperationen zwischen Schulen und Universitäten durchaus flexibler sein, um Informationsaustausch und Rückkopplung zu verbessern.
Insgesamt halten wir aber den Vorschlag der SPD immer noch für einen begrüßenswerten Einstieg in die Debatte um die Lehrerbildung. Die Anpassung der Studiendauer auf einheitliche 10 Semester, die Implementierung von Grundkompetenzen beim Thema Inklusion, ein Recht auf Weiterbildung für Lehrkräfte und die Einbindung neuer Herausforderungen, die Lehrkräfte heute meistern müssen, wie beispielsweise die Digitalisierung, sind sehr begrüßenswerte Initiativen. Allerdings stehen wir immer noch kritisch der geplanten Stufung des Studiums gegenüber. Dies führt in anderen Bundesländern eben nicht zur gewünschten Polyvalenz zwischen Lehramtsstudium und Fachstudiengängen. Leider fehlt in dem Gesetzentwurf auch ein Recht auf einen Masterstudienplatz. Ein Lehramtsstudium light mit einem Bachelor kann aber nicht das Ziel einer Reform der Lehrerbildung sein. Es müssen genügend Masterplätze für alle geschaffen werden, die den Bachelor durchlaufen haben. Ansonsten droht eher eine weitere Abwertung des Lehrerinnenberufes statt einer gewünschten und notwendigen Professionalisierung. Wir sind in jedem Fall auf den Entwurf der Landesregierung gespannt. Der soll ja jetzt doch im nächsten Jahr dann vorgelegt werden, hat man gehört. Aber bei der generell ablehnenden Haltung, was auch die Frau Klaus gerade gesagt hat, gegenüber allen zentralen Punkten des hier vorliegenden Entwurfs und was auch eigentlich alle Expertinnen und Experten in der Anhörung gesagt haben, bleiben wir skeptisch, ob Sie eine angemessene politische Antwort auf die steigenden Herausforderungen der Lehrkräfte an hessischen Schulen haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Wüger für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Also zunächst einmal die Problembeschreibung, die ist ja völlig richtig, die auch Kollege Degen hier vorgebracht hat und die auch die Grundlage des Gesetzentwurfs ist. Denn wir haben Lehrermangel, das hatten wir auch schon mehrfach erwähnt. Wir brauchen eine hohe Qualität unserer Ausbildung. Da brauchen wir gar nicht erst PISA zu bemühen. Das wissen wir. Und es hat sich in den letzten Jahren deutliche Veränderungen ergeben. Nur so Stichworte Inklusion, größere Heterogenität der Klassen. Wir haben mehr Ganztagsbeschulungen, von der Digitalisierung ganz zu schweigen. Völlig klar, dass sich auch die Ausbildung an dieser Stelle ändern muss. Und deswegen ist die absolut berechtigte Frage, wann ändert sich denn endlich die Lehrerausbildung, das zuständige Gesetz? Wann endlich? Jetzt haben wir einen Gesetzentwurf vorliegen, heute in der dritten Lesung, den da sind interessante Ansätze drin. Wir halten ihn nicht für ganz ausgegoren. Wir haben da noch Fragen, natürlich zum Praxissemester, auch zur Zukunft der bildungsgangorientierten Studiengänge. Wir haben auch Fragen zur Änderung der Struktur. Die Länge wurde dort entsprechend angewählt. Deswegen haben wir uns entschieden, uns bei dem vorgebrachten Gesetzentwurf hier und heute zu enthalten. Aber eines kann ich Ihnen ganz klar sagen, und das geht mehr in Richtung der Regierungs Fraktionen, die ja jetzt mehrfach erwähnt haben, heute Herr May, Frau Klaus, wir werden, was wir alles tun werden. Das Problem besteht, und der Ball liegt ganz klar bei Ihnen. Er liegt ganz klar bei Ihnen. Und Schwarz-Grün kommt seit 2014 nicht voran. In der 19. Periode. Nicht voran. In der 19. Periode nur Ankündigungen. Im KPA wurde gesagt, ein zeitnaher Entwurf. Dann hieß es noch einmal in der Mitte der Wahlperiode. Ist das denn eigentlich zeitnah? Und dann sagen Sie, Frau Klaus, ständig, wir werden. Ja, wann tun Sie es denn endlich? Und sagen nicht nur, wir werden. Wann tun Sie es? Und es sind ganz konkrete Punkte drin. Praxissemester, natürlich ein wichtiger Punkt für uns, muss nämlich zum richtigen Zeitpunkt kommen. Und dann ist ja schön, wenn es heißt, wir machen eine Evaluation, dann warten wir die ab und dann wird auch so reingerufen, na, wir wissen doch schon, was wir an der Stelle wollen. Ja, wozu machen Sie dann eine Evaluation, wenn Sie eh schon klug genug sind von vornherein? Völlig in die falsche Richtung geht das. Ist auch eine Geringschätzung derer, die Sie um eine Evaluation bitten. Und am Ende kann ich eins sagen, wir brauchen Antworten. Wir brauchen Antworten, wann die richtige Phase des Praxissemesters ist und wie wir es in einer sinnvollen Weise weiterentwickeln können. Wir brauchen Antworten, ob die Koalition bereit ist, an den bildungsorientierten Studiengängen festzuhalten, ob sie das nicht will, was sie tun. Wir brauchen Antworten, ob und wie der Bologna-Prozess in die Lehrerausbildung umgesetzt werden soll und ob er es nicht soll. Wir warten auf all die Antworten, und wir brauchen Antworten, wie die dritte Phase, also Aus- und Weiterbildung, gestaltet werden soll. Sie sehen, wir warten. In dieser Jahreszeit, da warten wir ja ganz besonders auch auf das Christkind.
Der Unterschied zu dieser Koalition ist nur, das Christkind, das kommt wenigstens bestimmt auch mit einem klaren Datum, und es bringt auch Geschenke. Das bringt auch Geschenke. Hier sagen Sie, Frau Klaus, darf Sie zitieren, die Eile ist der Feind der Qualität. Ja, aber ich habe das Gefühl, bei Ihnen ist es eher ein Warten auf Godot. Wer weiß, wann da mal was kommt. Und ich sage Ihnen eins an der Stelle. Das ist deutlich zu wenig, deutlich zu wenig. Dieses Land verdient wirklich eine handlungsfähige Koalition. Und da Sie ja mit Goethe geschlossen haben, möchte ich Ihnen auch die Antwort von Goethe dort nicht schuldig bleiben. Ich kann, wenn ich Richtung Regierungskoalition sehe, nur sagen, und wir sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Danke sehr. Ja, herzlichen Dank, Herr Kollege Dr. Bürger. Man merkt, dass Kollege Bellino wird das ebenso empfinden. Kulturpolitische Debatten sind immer wieder große Freuden für uns, auch in intellektueller Hinsicht. Bitte schön, und das kann jetzt nur noch steigern. Der Kultusminister, Herr Staatsminister Professor Lorz, hat das Wort. Ah, ja. Ich weiß, Herr Präsident, mit welcher Freude Sie schon immer Debatten zu diesem Themenbereich im Landtag verfolgt haben. Und das ist mit Sicherheit von dem Platz hinter dem Präsidentenpult eher noch spannender als aus der Abgeordnetenbank. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Wir haben ja bereits zwei Lesungen zu diesem Gesetzentwurf der SPD gehabt. Und ich würde sagen, wir haben, weil es auch in der Tat keine Änderungsanträge gibt, wir haben alle sachlich-inhaltlichen Punkte dazu hinreichend ausgebreitet in der Anhörung und in der zweiten Lesung. Ich will daher einen völlig anderen Punkt akzentuieren. Ich will mich zunächst einmal bedanken bei der SPD-Fraktion, dass Sie dieses Thema – ja, das darf ich auch einmal tun. Ich habe doch versprochen, ich akzentuiere mal anders. Wobei, das war nur die Vorakzentuierung. Der eigentliche Punkt kommt noch. Aber ich will mich einfach dafür bedanken, dass wir schon die Gelegenheit hatten, über Lehrerbildung jetzt auch in diesem Jahr zu diskutieren. Es wäre zwar nicht nötig gewesen, weil Sie wissen spätestens aus dem Koalitionsvertrag, das steht bei uns oben auf der Tagesordnung. Wir haben versprochen, dass wir das bis zur Mitte der Legislaturperiode machen werden. Von der Mitte der Legislaturperiode sind wir noch ein ganzes Stück entfernt, meine Damen und Herren. Also, es hätte das nicht bedurft, aber es unterstreicht noch einmal den Konsens in diesem Hause, dass Lehrerbildung, und zwar in allen drei Phasen, natürlich von entscheidender Bedeutung ist für die Unterrichtsqualität, damit auch für den Bildungserfolg unserer Schülerinnen und Schüler. Und nebenbei bemerkt haben wir noch den positiven Effekt gehabt, dass uns die Sachverständigen in der Anhörung schon einmal ein paar Sachen an dem SPD-Entwurf herausgearbeitet haben, die sie nicht haben wollen und die wir daher folglich auch in unserem Gesetzentwurf nicht weiter verfolgen müssen. Aber einen Punkt, den ich hervorheben möchte, der sich auch per Gesetz nicht einfach dekretieren lässt, den ich aber für entscheidend halte, und deswegen müssen wir versuchen, ihm so gut wie möglich Rechnung zu tragen, das ist die Rolle der Persönlichkeit der Lehrerinnen und des Lehrers und ihre wichtigen Rolle für eine gelingende Bildung. Und ich möchte das gerne herausarbeiten anhand der PISA-Studie. Da gibt es nämlich eine interessante Beobachtung, die in der öffentlichen Berichterstattung weitgehend untergegangen ist. Es gibt nämlich eine Disziplin, in der deutsche Schülerinnen und Schüler, wenn wir nur einmal die PISA-Hauptdomäne, nämlich das Lesen, nehmen, wo deutsche Schülerinnen und Schüler absolut OECD-Meister und damit wahrscheinlich auch Weltmeister sind. Und das ist das Beherrschen von Lesestrategien, also der zielgerichtete und sinnerfassende Umgang mit Texten. Und das ist etwas, was man lehren kann, und das zeigt, meine Damen und Herren, dass wir mit diesem Eingehen auf diese wichtige Kernkompetenz in den vergangenen Jahren gar nicht so schlecht gelegen haben. Und ich fühle mich auch bestätigt in dem Schwerpunktthema, das ich für die hessische KMK-Präsidentschaft in diesem Jahr gewählt habe, mich nämlich gerade um diese Grundkompetenzen Lesen, Schreiben, Zuhören, Sprechen zu kümmern, um die Förderung der Bildungssprache Deutsch. Ich halte das auch für einen ganz wesentlichen Beitrag zu Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit, meine Damen und Herren. Aber die PISA-Studie hat auch noch etwas anderes in diesem Bereich ergeben. Das muss uns besorgen. Das ist ein Ergebnis, muss ich auch ehrlicherweise sagen, mit dem ich vorher so nicht gerechnet habe. Wir liegen nämlich bei der Lesefreude unserer Schülerinnen und Schüler ziemlich am unteren Ende der Nahrungskette in der OECD. Also mit anderen Worten, unsere Schülerinnen und Schüler wissen, wie es geht, sie haben aber keine Lust, und deswegen lesen sie auch nicht. Das zeigt exemplarisch, meine Damen und Herren, wir haben es mit einem ernstzunehmenden Motivationsproblem zu tun.
Und das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Und das zeigt, wie wichtig die Lehrerpersönlichkeit für den Lernerfolg ist. Das hat John Hattie schon bestätigt in seiner Studie. Aber das wusste eigentlich auch schon der alte Kirchenvater Augustinus, von dem das schöne Zitat stammt. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Nur wer selbst brennt, kann Feuer in anderen entfachen. Der Präsident hat ja gefordert, ich soll das noch ein bisschen anheben hier, das bekannte Niveau der kulturpolitischen Debatten. Meine Damen und Herren, wir brauchen Lehrerinnen und Lehrer als Vorbilder, die Begeisterung wecken für die Sache, die aktiv sind, die mitreißen, die motivieren und die damit auch Lernerfolg ermöglichen. Und wir wissen auch aus anderen Studien, dass sich die Motivation und die Begeisterung der Schüler auch umgekehrt auf das Wohlbefinden und die Motivation der Lehrkräfte auswirkt. Und daraus folgere ich für die Lehrerbildung. Wir brauchen natürlich eine gut ausgebildete Fachlichkeit. Wir brauchen natürlich Kompetenzen in all jenen Bereichen, die heute zu Recht als prioritäre Themen angesehen werden. Aber wir müssen auch in der Lehrerbildung über Aspekte wie Selbstwirksamkeit der Lehrkräfte reden. Letztlich ist das auch ein Beitrag zur Lehrergesundheit. Die Lehrerrolle, das ist in der Forschung mittlerweile klarer geworden, ist der Kern von Schule und Bildung. Und deswegen, meine Damen und Herren, lassen Sie uns sorgfältig arbeiten bei der Novellierung der hessischen Lehrerbildung. Lassen Sie uns deswegen auch auf den jetzt ja vorliegenden Trendbericht zum Praxissemester nicht mit einem Schnellschuss reagieren. Lassen Sie uns das alles sorgsam auswerten und besprechen. Wir werden hierzu einen Gesetzentwurf einbringen, ganz wie es der Koalitionsvertrag vorsieht. Und ich lade Sie auch schon heute herzlich zu diesem fortgesetzten Austausch in der Sache ein. Denn es geht uns ja letzten Endes allen um die bestmögliche Lehrerbildung für den Bildungserfolg unserer hessischen Schülerinnen und Schüler. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister Prof. Lorz. Sie haben exakt unsere Erwartungen erfüllt, und auch die Redezeit ist im Großen und Ganzen eingehalten worden. Insoweit sind wir am Ende der Aussprache der dritten Lesung des Gesetzentwurfs der SPD zur Modernisierung der Lehrerkräftebildung in Hessen, 20-1603 zu 20-1194 zu 20-790. Ich komme zur Abstimmung über den Gesetzentwurf in der Fassung der Berichterstattung, der Beschlussempfehlung. Und ich darf Sie fragen, wer dem zustimmt. Dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung. Doch, doch. Doch, doch. Das entscheidet der Präsident, wie abgestimmt wird. In der Fassung der Beschlussempfehlung. Ich bitte um das Handzeichen. Wer stimmt dem zu? Leute, wir haben eine Beschlussempfehlung gehört. Und wenn es eine Beschlussempfehlung gibt, wird über die Beschlussempfehlung abgestimmt, über den Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung. Zur Geschäftsordnung, Kollege Günther Rudolph. Wir können gerne auch den Ältestenrat einberufen. Bitte schön. Da gehen wir so lange raus. Herr Präsident, auch wir können ganz entspannt angehen. Bisher war es üblich, wir stimmen über den Gesetzentwurf ab, und zwar positiv oder negativ. Das mit der Beschlussfassung gilt für andere Faktoren. Dann ist das eine Praxis, die dann ab dem Moment geändert wurde. Ich bitte aber, dass wir zur alten Praxis zurückkehren bei Gesetzentwürfen. Herr Kollege Rudolph, Applaus von Herrn Lambrou. Ich kann gerne. Herr Kollege Rudolph, Applaus von Herrn Lambrou. Ich lasse über, wie Sie es vorgeschlagen haben, über den Gesetzentwurf abstimmen. Ich frage, wer dem Gesetzentwurf in dritter Lesung zustimmen möchte. Den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen der SPD. Wer ist dagegen? Das ist die überwiegende Mehrheit des Hauses. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der LINKEN. Damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt. Herzlichen Dank. Die FDP hat sich enthalten. Zum Protokoll. Dankeschön.